Wir haben die Ukraine bereits in großem Umfang auch mit Waffen beliefert, unterstützt. Und wir arbeiten jeden Tag mit Hochdruck daran, weitere Waffen liefern zu können. Und dafür sind wir im ständigen Austausch mit der ukrainischen Regierung, mit unseren Alliierten und Partnern und auch mit der Rüstungsindustrie. Wenn wir über die Art und Anzahl der gelieferten Waffen aber nicht öffentlich reden, dann hat das einen guten Grund. Die Ukraine hat ausdrücklich darum gebeten, und wir halten uns daran. Es geht aus militärischer Sicht nämlich darum, dass Russland im Unklaren über die Typen und Mengen der gelieferten Waffen ist und sich nicht darauf einstellen kann. Der Feind hört nämlich mit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir handeln, aber nicht darüber reden, weil das würde das Ziel gefährden, nämlich die Ukraine zu unterstützen.